Hallo meine liebe Leseratten da draußen. Ja, schön, dass ihr auch mal wieder eingeschaltet habt. Und heute zeige ich euch eine neue Rezension. Und zwar zu die drei Fragezeichen geheimnisvolle Botschaften. Ja, ich sollte auch mal den Sale-Klebestreifen da abmachen. Das Ganze ist im Kosmos Verlag erschienen. Irgendwie hört sich doch immer doof an, wenn ich die ganzen Bücher immer wieder sagen muss, dass es im Kosmos Verlag erschienen ist, aber ich schieße deswegen jetzt nicht den Vogel ab. Das wurde diesmal von Christoph Ditter geschrieben, das Buch, und das Ganze hat 126 Seiten, nicht 226 Seiten. Und in dem Teil geht es halt darum, dass Justus, Peter und Bob auf einem so eine Art Mittelaltermarkt auf ein Mädchen treffen, beziehungsweise eine junge Frau, die für ihren Vater ein Pergamentbuch kauft. Justus schließt gleich darauf, dass das Pergamentbuch von Professor Mathewson verschwunden ist und Barbara eben für ihren Vater ein neues kauft. So, dann geht es auch schon los, dass Barbara die drei Fragezeichen natürlich mitnimmt für ihren Vater, um dieses alten handgefertigten Buchs das Rätsel entlocken kann. Und was ich auch hier das erste Mal rausgefunden habe, dass es so eine Art Palimpsest gibt. Palimpsest ist ein Pergamentbuch, wo man zum Beispiel das wird halt auch erklärt, deswegen erklärt sich jetzt ganz kurz. Ein Palimpsest ist ein Buch, also ein Pergamentbuch, wo man was reingeschrieben hat und dann die Seite mit, wie haben sie es beschrieben, mit Bimstein und Zitronensäure gereinigt hat. Und dass man über diese saure Seite wieder was schreiben konnte. Und das, weil Pergament ja ein bisschen dicker ist. Und dann kommt es halt heraus, dass Professor Mathewson einen Palimpsest besessen hatte. Ich sage extra hatte, weil er beauftragt, die drei Fragezeichen sein Buch zurückzubekommen. Aber in dem Fall wird es ein bisschen schwierig, beziehungsweise schwierig. Für die drei Fragezeichen eigentlich nicht allzu schwierig, aber es ist halt dann so, dass es dann so eben weitergeht und die drei Fragezeichen irgendwann das dann halt auch rausfindet, dass sie da ein Palimpsest von 120 Jahren wieder zurückgeholt haben. Und dann geht's halt weiter, wieso, weshalb, warum, was da für ein Rätsel und so alles drin ist. Das müsst ihr schon selbst rauslesen. Ich verrate jetzt weiter nichts mehr. Deswegen sage ich jetzt auch hier schon, habt euch wohl und dann sieht sich demnächst wieder. Tschüssi!